Bei dem EU-Gipfel am vergangenen Wochenende wurde ein rund 1,8 Billionen Euro schweres Finanzpaket geschnürt, mit einem Corona-Hilfsfonds sowie dem kommenden EU-Haushalt. Doch nun liegt der Ball in der Arena des EU-Parlaments, das dieses Paket noch absegnen muss. Das Parlament hat bereits Nachbesserungen gefordert. Kritisiert werden unter anderem Kürzungen im Bereich Forschung und Gesundheit sowie Klimaschutz. Auch zusätzliche EU-Steuern und Abgaben werden gefordert. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Donnerstag im Europäischen Parlament für die Beschlüsse der EU-Staats- und Regierungschefs geworben. Sie betonte, dass nun die Möglichkeit bestehe, mehr eigene Einnahmen zu generieren. Dies sei ein gewaltiger und historischer Schritt nach vorn, so von der Leyen. Erst wenn das Europäische und die nationalen Parlamente den Gipfelbeschlüssen zustimmen, können die Gelder fließen.